So, hallo und herzlich willkommen zurück hier bei Slime Ranger 050B. Ja, wir haben gestern ja schon angefangen, die neuen Gebiete zu erkunden. Und da möchte ich gerne mit euch heute weitermachen. So, wir gehen nochmal hier zurück ins wunderschöne Moosbett. Meine Lieblingslandschaft bisher, aber vielleicht ändert sich das ja jetzt bald. Weil wir haben nämlich hier hinten jetzt ein neues Gebiet und da werden wir uns jetzt mal hinbegeben. Ich habe mal ein paar Plots mitgebracht. Und zwar haben wir in der neuen Welt ein Rätsel gefunden. Wir finden da ganz viele Statuen der verschiedenen Schleime, ja, die es gibt. So haben wir zum Beispiel hier schon einen Pinkschleim. Der hat auch schon einen Pinkschleim-Plot im Mund. Wir haben auch gestern ein paar Schleime hier schon ausgesetzt. Hier haben wir den Honigschleim. Dann versteckt sich hier drüben der Knalli. Das war voll der Knaller. Und dann haben wir hier oben einen Phosphor. Hier unten, das war, da oben, das ist ein Phosphor. Gut, da müssen wir mal gucken. Das hier ist ein Felsen. So, Felsen habe ich mitgebracht. Und auch Felsen hätten wir aktiviert. Dann haben wir hier oben noch was. Hoffentlich kommen wir da hoch. So, das ist mal, würde ich sagen, ein Rad. Und auch den haben wir aktiviert. Und ich würde sagen, wir machen hier erst nochmal einen Screenshot. Weil, guckt euch mal diese Landschaft an. Ist das nicht toll? Hä? Wir machen erstmal ganz viele Screenshots. So, ich hätte noch einen Knalli, einen Kristall und einen Jäger. Die hätte ich jetzt noch anzubieten. Und laut hier oben müssen wir ja auch noch verschiedene Sorten aktivieren. Wir gucken mal, wo gibt es hier noch Statuen? So, wir gehen mal hier oben entlang, weil da waren wir, glaube ich, noch nicht gewesen. Wir waren auch noch nicht da oben drauf. Wie kommen wir denn da oben hin? Wie kommen wir da oben hin? Pass auf, ich will mal hier hoch versuchen. Und dann hier hoch und dann hier hoch. Und wir gehen hier drüben hin. Hüpfen hier hoch und sind hier oben drauf. So. Mal gucken, was es hier zu entdecken gibt. Mist. Da müssen wir, glaube ich, nichts reinschießen. So, hier oben hin. So. So, jetzt gucken wir uns das Ganze doch nochmal bei Tageslicht an. So, ich mache nochmal einen Screenshot, weil ich es so schön finde. Wir haben noch zwei Stück, die nicht aktiviert sind. Davon wissen wir, dass einer ein Phosphor ist. Und den anderen wissen wir nicht. So, ein Phosphor. Den hab ich aber nicht dabei. Den müssen wir noch besorgen. Einen Phosphor. Kommen wir hier oben drauf. Da kommen wir drauf. Und wir hüpfen nochmal hier drauf. Und dummerweise können wir das Tor umgehen. Aber das möchte ich jetzt gar nicht machen. Wir könnten jetzt das Tor umlaufen. Aber, Leute, das ist auch langweilig, wenn wir das jetzt machen. Also wir können jetzt das Tor umlaufen. Gut, wir haben jetzt entdeckt, dass wir hier oben einen Weg finden, aber ist doch blöd, oder? Das ist doch blöd. Guck mal, ich lande auf dieser Statue, Säule, wollte ich gerade sagen. So. Also hier hinten ist auf jeden Fall noch ein Phosphor. Den müssen wir noch füttern. Der möchte gerne noch was haben und wir haben irgendwo eine Statue vergessen. Also Phosphor brauchen wir noch. Du willst auch nichts haben, weil die haben so ein viereckiges Mäulchen, wenn sie was haben wollen. So, wir gehen mal hier. Also auf jeden Fall müssen wir Phosphor holen. Aber bin ich denn blind? Wieso sehe ich das denn nicht? Hier muss ich irgendwo noch eine Statue aufhalten. Da oben vielleicht? Da ist noch eine. Guck mal. Was bist du? Du bist ein
Ja, wir können es einfach mal testen. Wir schießen mal einen Kristall rein. Kristall war es nicht. Wir schießen einen Jäger rein. Und Jäger war es auch nicht. Was bist du denn? Du hast Ohren. Du bist ein Kätzchen. Du bist ein Kätzchen. Und die anderen zwei hier brauchen wir gar nicht. So, wir brauchen also einen Phosphor. Und wir brauchen ein Kätzchen. Guck mal, da ist das Kätzchen. Jetzt bräuchten wir nur noch einen Plot. So, komm mal her. Wo ist das Kätzchen? So, und jetzt müssen wir das verfolgen, weil das verliert nämlich jetzt hier schon mal den Plot. Das wäre jetzt schon mal das Mietsplot. Gestrüpp. So, wir gucken mal hier in die Ecken, ob wir hier vielleicht noch irgendwo... Ich weiß, das ist gemein, dass wir die Hühnchen verfüttern. Das ist, weiß ich schon. Ja. Das weiß ich. So, wir brauchen noch einen Phosphor. Und bei den Phosphor ist ein bisschen das Problem. Die Phosphor... Die Phosphor bekommen wir nicht tagsüber. So, irgendwo ist hier noch ein Tar. Auch wenn es keine Punkte gibt. Ich bin gegen Tars. Ah, hier, guck mal. Das nehmen wir mit. Also wenn schon... Geh mal weg. Wenn schon, dann würde ich vorschlagen, dass wir uns jetzt hier vollsaugen. Was machst du denn da mit dem Fitzblot? Du kannst weg. Du kannst weg. Oh. Wir gehen erstmal abladen. Ich habe eine Idee, wo wir vielleicht noch einen Phosphor herbekommen. Übrigens, die Hintergrundmusik ist ein bisschen wie Ocarina of Time, oder? Also Nintendo. Nintendo. So, Kristallblatt brauchen wir nicht. Jäger brauchen wir nicht. Pinkblatt brauchen wir nicht. Aber wir brauchen Phosphor. Phosphor. Und Phosphor finden wir nur in dunklen Höhlen. Und ich habe da eine Idee, wo es vielleicht noch einen Phosphor geben könnte. Denn ich habe, glaube ich, keine Phosphors mehr auf Lager. Denke ich jedenfalls. Wir können hier nochmal ein paar Mangos mitnehmen. Und wir gucken unten nochmal, was wir da für welche Zusammenstellungen ist da unten noch in unserem... Das hier sind Felsen und du... Oh, Phosphors! Wir haben doch Phosphors! Guck mal hier. Ich habe Mangos für euch. Ihr kriegt alle Mangos, dafür kriege ich einen Phosphor. So, ein Phosphor und 7-mal Mieze. Mieze, Maunze, Katze. So, das hauen wir hier rein. Einen müssen wir mitnehmen. Und jetzt nochmal ganz schnell zurück ins Moosbett. Denn wir wollen ja das Tor öffnen. Und dafür gehen wir hier durch. Und dann hier hinten wieder entlang. So, ich versuche gerade mal so auf dem anderen Monitor zu lesen. Und zwar gibt es hier eine Errungenschaft. Wir sollen die Glaswüste erreichen. Und dies ist eine Errungenschaft, die könnt ihr momentan noch gar nicht erreichen, weil es nämlich die Glaswüste noch gar nicht gibt. Also alle Videos, die ihr im Internet seht, wo die Leute die Glaswüste, wo die schreiben, wie kommt man in die Glaswüste? Fake, Leute, fake. Die Glaswüste gibt es noch gar nicht. So, wir haben hier die Meats, Plots und hinein. Und da leuchtet der nächste und da hinten ist noch unser Phosphor. Und dann haben wir alle zusammen. Ich stelle mich mal hier hin. Und wir schießen den Phosphor dahin. Mist, hat nicht geklappt. So, pass auf. Machen wir so und... Guck mal, jetzt leuchtet's. Ich will ein Foto machen. So, ich habe mal 3 Fotos gemacht. Und jetzt können wir hier hochgehen. Ich mache ganz viele Fotos, dass das Zucken. Und da haben wir die Tür geöffnet.
Und die haben wieder aufgehört zu leuchten. Ach, wie spannend. In die Vergangenheit. Die antike Runen. Ja, alles, was verloren wieder gefunden. Dann sind wieder verloren. Ja, genau. In die Vergangenheit. So, guck mal daneben. Das, oh, schön. Aha. Schön. Was haben wir hier? Du bist doch ein ich wollte gerade sagen, du bist ein Schwein, aber das ist gar kein Schwein. Wir aktivieren das erstmal noch nicht. Ich will erstmal gucken, was es hier so gibt. So. Also hier hinten gibt es so eine gläserne Tür. Können wir durchgucken. Okay. Und ich mache nochmal einen Screenshot. Und wir aktivieren das mal. So, da öffnet sich dieses Tor. Da hinten kommen wir noch nicht durch. Hier kommt... Was ist das denn hier? Guck mal. Da ist eine Projektion von einem Baum. Wie schön. So, jetzt gehen wir aber hier durch. So. Erstmal gucken. Erstmal ein bisschen vorsichtig sein. Hier wohnen auf jeden Fall Hühner. Und da geht's runter. Ja, wir gucken mal vorsichtig um die Ecke. Hier ist wieder so ein Ding. So ein Projektionsding. Wir gehen erstmal so runter und gucken uns an, was da also alles los ist. So, hier gibt es Früchte. Da wir gerade leer sind, können wir die auch mal mitnehmen. Und da gibt es einen, ja, Felsi. Einen Felsi. Und hier hinten gibt es da irgendwas zu entdecken noch? Nee. Nee. Gut, dann aktivieren wir das Ganze mal. Okay, jetzt ist oben zugegangen, hier unten ist aufgegangen und irgendwo sind Tars entstanden. Ich höre euch doch. Sind hier draußen Tars? So, pass auf, erstmal hier unten hin. Momentan ist ja alles hier noch sehr friedlich, wollte ich gerade sagen. Okay, das war ein Bild, das habe ich schon mal gesehen. Ich mache mal einen Screenshot. Mhm, mhm. Da ist so ein Projektor. Hier sind die Tars. Ich habe sie doch schon gehört gehabt. So, hier sind die Tars unterwegs. Das macht doch nichts. Guck mal, da neue Schleime. Neue Schleime. Quantenschleim. Okay, Quantenschleim. Wir holen uns eine ganze Menge Quantenschleim. Komm mal her, Quantenschleim. Quantenschleime. Wir haben hier. Guck mal, was machen die denn? Hallo, Quantenschleim. Du bist nicht echt. Ach so, du bist manchmal nur echt. Ah. Du bist nicht immer echt, du kleiner Quantenschleim. So, und ein Quantenschleim-Lago. Und wenn du wieder echt wirst, dann nehmen wir dich auch mit. Na? Guck mal, wir haben hier einen Quantenplot. Und hier ist wieder so ein Bäumchen. Ist auch ein Quantenbaum wahrscheinlich. Oder sollen wir hier... Das sieht mir aus wie Mangos. Vielleicht sollen wir hier Mangos pflanzen. Flifla-Pflanzen. So. Hier wäre natürlich auch ein guter Platz, um hier vielleicht mal so ein... Ja, guck mal hier. Da können wir einen Teleporter aufstellen. Wir machen mal hier E und suchen uns Warp-Technologie. Pinker Teleporter. Wir haben noch einen pinken Teleporter. Ist das nicht geil? Wir können hier gleich schon einen Teleporter aufstellen. Was machen denn die Warp-Depots? Oh, da können wir auch gleich transferieren. Pass auf, wir stellen hier... ne, ich weiß nicht. Ich weiß es nicht. Also wir machen hier schon mal einen Teleporter hin. So. Hä? Ach doch, der steht da. Jetzt müssen wir natürlich das Gegenstück noch bauen. Stimmt, 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 stimmt. Wir müssen das Gegenstück noch bauen. So, mal gucken, wo es hier noch Baustellen gibt. Hier wird uns auch eine Baustelle geboten und ich würde sagen, hier machen wir hin ein blaues Depot. Dann können wir hier Sachen
zwischen zwei Orten zu transferieren und da können wir gleich was in die Raffinerie schießen. Ja, machen wir hier mal den blauen hin. Gut. Und jetzt gehen wir aus dem Baumenü wieder raus und saugen uns die zwei noch ein. So, sechs Stück haben wir schon. Das ist ein Lago, den können wir nicht gebrauchen. Und du hier, wenn du mal irgendwie wieder normal wirst, dann können wir dich wieder mitnehmen. So. Ich könnte natürlich jetzt hier schon die Quantenschleime reinschießen. Nein, oh, geht nicht. Quantenschleime kann man nicht reinschießen. Alles klar. So, was haben wir denn hier? Hier geht's runter und wir gucken uns aber erstmal hier um. So, wir brauchen eine Minzmango, die wir dann hier pflanzen können. Und wir können dann später uns einfach hierher teleportieren, wenn ich das richtig sehe. So, dann geht's hier runter. Und jetzt können wir den hier noch alles mitnehmen. Aha. Mhm. Guck mal hier, den nehmen wir gleich zu unserer Sammlung auf und den auch. Aha. So, hier hoch und da oben leuchtet was. So, das haben wir hier hinten noch alles zu entdecken. Guck mal, da ist eine Kapsel. Oh, wir können sie sogar öffnen. Ein Sonnenglanzbaum. Das ist cool. Den können wir echt mal drüben aufbauen. Das sind nämlich diese schönen gelben Bäume hier. So, wir müssen hier alles absuchen. Jede Ecke wird hier durchsucht nach Kapseln und anderem Gedönse. Jetzt geht's hier hoch und hier oben gibt es... Du bist lieb, oder? Du bist irgendein Quantendings. So, hier können wir was aktivieren. Da geht's weiter. Oh, jetzt bin ich fast runtergefallen. Aha, aha. Lass mal hier unten gucken. So, wie ist denn eigentlich die Helligkeit bei euch? Na, es geht. Das geht. So, neues Gebiet. Oh, ich finde es so toll. Sind wir jetzt hier draußen? Okay, wir sind wieder draußen. Dann können wir erstmal hier rüber gehen. Hier können wir wieder so ein Ding aktivieren. Aber wir können auch noch hier ein Quanti mitnehmen und noch ein Quanti. Und, da ist wieder so ein Minzmango-Ding. Was wächst denn hier? So, hier geht's noch weiter nach oben. Jetzt kommen wir langsam raus, glaube ich. So, was bist du für ein Bäumchen? Du bist Pogo-Frucht. Und hier gibt's Wasser. Aber ich glaube, das ist normales Wasser. Ja, ja, es ist normales Wasser. Da ist auch... Da ist noch so ein Bäumchen. Guck mal hier. Mhm. Ist komisch, dass die alle so nur so halb zu sehen sind, oder? Wo geht's hier hin? Ja, ins Schleimmeer. Ja. Da wollen wir natürlich nicht hin. Hier ist noch ein Quanti. Mhm. Guck mal, da ist ein roter Stern drüber. Oder so ein rotes, waberndes Ding. Oh. Oh, 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 oh. Ich hätte gerne ein paar mehr von euren Plots. Was fresst ihr eigentlich? Früchte. Die fressen Früchte. Früchte, genau. Und hier ist was Blaues. Oh, wir können es ansaugen. Ein blaues Echo. Typ Echo. Durch das Echo können wir durchlaufen. Okay, wir können die Echos ansaugen. Aber ich weiß noch nicht so richtig, wofür sie da sind. So, unten geht es ganz schön tief runter. Aber ich glaube, da kommen wir her.
So, drücken wir mal hier. Irgendwas ist jetzt aufgegangen. Da ist jemand, den wir... Es müsste noch einer da sein, weil ich höre noch die Musik. Jetzt die Musik weg. Okay. Da dürfen wir nicht reinfallen. Hier ist noch so ein Echo. Jetzt sind wir wieder hier bei dem Teich. So, und unsere Quantenfreunde fressen ja Früchte. Das heißt, wir könnten... Oh, wir haben ja Pogo-Früchte dabei. Wir können die ja füttern. Ja, da lachst du, gell? Guck mal hier, wir füttern den mal. Der wollte aber nichts. Guck mal, jetzt hat er was... So, wir müssen die füttern, wenn die sichtbar sind. Wir müssen sie füttern, wenn sie sichtbar sind. Phosphors. Vielleicht hätten wir unseren Teleporter doch nicht gleich vorne an Anfang stellen sollen, oder? So, das Tor hier, oh Mist, das Tor hier verbindet diese zwei Sachen. Das heißt, ist eigentlich vollkommen sinnlos, oder? Pogo-Früchte. Pogo-Früchte, nehmen wir alles mit. Und dann gucken wir mal, was wir noch hier so alles mitnehmen können. Oder wollen wir erstmal zurückgehen und das ein bisschen abgeben? Und da oben wächst auch noch so ein Bäumchen. Erstmal abgeben und mal gucken, was wir dafür bekommen und so. Ich weiß nicht mehr, wo der Eingang ist. Ich suche gerade den Ein- und Ausgang. Da ist eine Kapsel. Und wir können sie öffnen. Bin schon sehr gespannt. Und wir bekommen Zeugs. Spiraldampf. Was können wir denn rauswerfen? Pogo-Früchte. Tut mir leid, aber Spiraldampf ist wertvoller. Pogo-Früchte bekommen wir immer, aber Spiraldampf ist wirklich sehr, sehr wertvoll für uns. So. Wie kommen wir hier raus? Da. So. Und ich glaube, wir sind von hier gekommen. Da müssen wir hier hochhüpfen. Und da sind wieder Tars. Ah ne, hier geht's raus. Genau. Wir sind nicht von da unten gekommen. Wir sind hierher gekommen. So, und dann geht das Ding hier oben auf. Und hier sind wieder Tars unterwegs. Das heißt, wir nehmen uns hier schon mal unser Wasser. So, der ist mitten reingeflogen. Na, du Tar. Ich habe eine Überraschung für dich. So, jetzt müssen wir hier irgendwie durchkommen. Schwupp. Und da hätten wir dich einkassiert. Hier ist unsere... Hier ist unser Dingsbums. Unser Teleport-Ding. Und da drüben müsste dann auch noch das andere Teleport-Ding sein. Hier. Guck, da ist das Pinke. Das heißt, wir müssen hier oben rauskommen. Hier müssen wir rauskommen. So, wie kommen wir da raus? Wo ist der Ausgang?
Dürfen wir da ins Wasser rein? Wahrscheinlich nicht, ja? So, hier müsste man rauskommen. Das wäre gut. Gibt es denn hier so eine... Sind hier noch Tars? So, das geht jetzt auf. Und da müssten wir erstmal zurückkommen, um dann drüben unseren Teleporter zu aktivieren und so. Hui. Abgrund. Oh, wir sind wieder hier. Mist, wir sind im Kreis gelaufen. Wir wollten ja eigentlich wieder nach Hause. Nach Hause teleportieren. Wo geht's denn da hinten hin? Waren wir da schon? Ich glaube, hier waren wir noch nicht. So. Hier waren wir noch nicht gewesen. So, mal gucken, wo es hier hingeht. Okay. Das spritzt aber ganz schön da hinten raus. Da ist noch eine Kapsel. Ich glaube nicht, dass wir durch den Schleim durch dürfen. Eine Kapsel. Und wir bekommen saftiger Grasfleck. So. Aber das ist ja auch nicht der Ausgang, oder? Vielmehr kommen wir jetzt noch viel tiefer rein. Da ist die falsche Richtung. Hier sind wir hergekommen. So, hier nochmal. Oder sind wir... Doch, hier sind wir auf jeden Fall eben durchgegangen. Die Tür haben wir aufgemacht. So, dann geht's hier durch. Und dann geht's da wieder zurück. Und dann müssen wir diesen Weg hier nehmen. So. Aber, Leute, ich sehe gerade, wie es hier weitergeht, was wir hier noch alles erleben, das sehen wir in der nächsten Folge. Hoffentlich komme ich wieder nach Hause irgendwann. Bis dann, macht's gut. Ciao. Yeah.